Hey YouTube, was geht? Bevor wir mit dem Video starten, lasst doch gerne ein Follow da, um mich und meine Videos zu unterstützen. Und ich würde auch schon sagen, fangen wir an. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Im heutigen Video zeige ich euch zwei neue Elite-Skins. Und das wären einmal der Lion alias Leon S. Kennedy und der Mozzie als entschlossener Held. Im Anschluss darauf folgen die Leaks aus dem letzten Video, wo es um den Battle Pass und den neuen Season-Skin handelt. Also viel Spaß beim Zuschauen. Hier einmal der Elite-Skin von Lion und seine MVP-Animation. Kleiner Spaß am Rande, hier folgt jetzt der Elite-Skin von Mozzie und seine MVP-Animation. Das war's auch schon mit den beiden Elite-Skins, jetzt folgen die Leaks aus dem letzten Video. Kommen wir schon zum Season-Skin. Passend zum Themendesign ist dieser auch blau gehalten, auf dem eine blau-türkise Schlange abgebildet ist. Bin schon gespannt, wie der Ingame aussieht. Also der Hype ist da. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar wird es nächste Season wieder Preisänderungen an den Operatoren geben. Diese Preisänderungen betreffen Zero, Amaru, Goyo, Maverick und Clash. Zero wird hierbei 20.000 ansehen oder 480 Credits kosten. Amaru und Goyo werden 15.000 ansehen oder 360 Credits kosten. Maverick und Clash werden 10.000 ansehen oder 240 Credits kosten. Kommen wir zu einem Thema, worüber sich viele freuen werden, der Battle Pass. Beim Battle Pass nächste Season wird es so sein, dass wenn ihr Stufe 100 erreicht habt, erhaltet ihr alle 5 weiteren Stufen ein Alpha Pack, was entweder selten, episch oder legendär sein kann. Kommen wir zum letzten Thema für dieses Video, und zwar die Hibana-Figur von der Six Collection. Beim Kauf der Hibana-Figur, die ungefähr 60 Euro kosten wird, bekommt ihr auch einen Code, den ihr in-game einlösen könnt, denn erhaltet ihr für Hibanas Waffe ein Skin. Das war's auch schon mit den Neuigkeiten. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Follow da, teilt das mit euren Freunden und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.